die Erkenntnis, das Erwachen des Einzigen, worauf es ankommt, nämlich der Wiederintegration eines Dings, das man selbst ist als Körper und der es vermag, die absolute Freiheit aus sich selber zu ziehen, ist erkauft mit dem Preis der Jetztigkeit, des Partikularen, der Begegnung mit der Sterblichkeit, mit der Illusionslosigkeit gegenüber allen Unsterblichkeitsphantasmen. Und deshalb muss man jene anderen Wesen als diese doppelköpfigen Chimären bezeichnen, der reproduktionsfähigen, weil ihnen diese Partikularfähigkeit im immanenzaugenblicklichen Jetzt imprägniert, einprogrammiert wurde, aber sie gleichwohl nicht ganz unganz werden, nicht ganz Partikularwesen, weil das andere Programm, die andere Macht, die sich ihrer bemächtigt, jene Veränderung, jene Entfremdung, jene Alienierung, jene Stempelung, jenes von innen nach außen umgestülpt werden, phasenweise angeht, indem sie ihren Sterblichkeitscharakter an den Nagel hängen und sich selber als ihren Körper aufgeben und verraten, um sich dem Unsterblichkeitsphantasma der Folgeketten der Körper hinzugeben und von diesen breitschlagen zu lassen. Deshalb können Frauen nie vollständige Zen-Stoikerinnen, Idealtätistinnen werden, sondern bleiben immer zwieundeutliche Elektronenwolken zwischen Reintegrativfähigkeit eines absolutistischen, autistischen, autochthonen, eucharontischen Selbstreparationskörpers, das Liegen am Strand, das nur das Plätschern der Wellen betrachten muss und damit schon ausgelastet ist, während jene andere, jedes andere Kippmoment eine ganz andere Dialektik zwischen Demütigung, Unterwerfung, Rache, Ausgleich, Himmelwiederauffahrten, Schmerz zu Lustumdrehung und all dieses ganze Tragödie des Euripides oder des Dante der Höllen- und Himmelwiederauffahrten nach sich zieht und all diesen Horden, Herden, Gesellschaft, Täuschtausch, Pakt, Akt, Optimalwarendominanz, Unterwerfungs-, Unterjochungs-, Sklavenabhängigkeits-, Dialektiken, die die Zeit ins Spiel bringen, die den irreversiblen Verlustpfeil des Gestern und des zu erwartenden Laveniere der Annunziation des Zukünftigen nach sich zieht und nichts mit dem Augenblicklichkeitspartikularismus zu tun haben. Deshalb kommt die Zwieundeutlichkeit, die immer Unwahrheit gegen die andere Unwahrheit als Dialektik zur Wahrheitsschleife ins Spiel durch die Notwendigkeit dessen, was mit den Inneneinistfähigen seit ihrer Dysfunktionalitäten angestellt wurde, um aus einem ganz gelben Körper einen Spalt Fortsetzungsklonierungskörper
zu machen, umzuformen und für sein Triebwerk als Matrixschale herzunehmen.